Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video, kein Counter-Strike, sondern ein Dankesvideo, das ich schon lange, lange, lange machen wollte. Ich habe sie früher immer wieder so reingewürfelt und würfel das jetzt auch einfach so rein, nur ohne irgendeinen erspielten Gruschel im Hintergrund, sondern einfach direkt von Angesicht zu Angesicht, aber nicht bis ganz an die Grenzen, weil die Webcam einfach zu krepelig ist. Das ist so schon kein so sonderbar gutes Bild, deswegen lasse ich es auf der Größe hier. Im Hintergrund ist der Cache-Screen vom Livestream. Sodele, ja, ich möchte mich, wie gesagt, bei euch bedanken und ich fange einfach direkt an. Gerade jetzt, wo YouTube ja auch wieder anfängt rumzukacken mit der Werbung und mit den Einnahmen und hin und her und pipapo, ist es natürlich absolut delightful, dass ich euch am Start habe. Ich spreche jetzt hier im Speziellen erstmal die Kanalmitglieder an, aber keine Sorge, es werden noch alle genannt. Die Kanalmitglieder, die hier auf YouTube eine Kanalmitgliedschaft halt am Laufen haben und mich dadurch unterstützen, so kann ich den, das Minus bei den Werbeeinnahmen wiederum schön ausgleichen, indem eben die Mitglieder, also diese YouTube-Kanalmitglieder, so nennt sich es eigentlich, das ist einfach wie ein Abo auf Twitch. Also man zahlt dafür x Euro und ist halt dann einfach Mitglied, kann dann ein paar Emotes schreiben und so weiter und so fort und unterstützt halt den Kanal. Vielen, vielen Dank an meine Kanalmitglieder dafür, dass ihr eben Kanalmitglieder seid und auch manche schon so lange. Und dann nochmal special thanks an It's Killing Me aka Vinch, weil du immer mal wieder diese Super-Thanks ja rausgehauen hast. Und das ist halt auch wirklich nice. Super-Thanks sind einfach so Bedankungen per Kommentar, wo man dann eben auch einfach Geld da lässt. Wie eine Spende, aber als Kommentar. Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo YouTube halt so reinscheißt, war das natürlich richtig, richtig sweet. Also auch vielen, vielen Dank da im Speziellen noch an dich, dass du diese Super-Thanks gemacht hast. Und dann natürlich das zweite große Standbein, beziehungsweise einfach eine Sache, die man sich aufgebaut hat, Patreon, die halt, das läuft nebenbei, neben YouTube, neben Twitch und so weiter und so fort. Und da möchte ich auch all meinen Patreon-Mitgliedern einfach Danke sagen, dass ihr da seid, dass mitunter auch viele schon so lange dabei sind und da eben halt Geld bezahlen. Das ist auch so ein Abo-System, wer das nicht kennt, da kann man dann auch Abos kaufen in verschiedenen Größen oder Höhen und hat dann halt ein paar Dinge, die man sich dort anschauen kann, beziehungsweise die man dann freischaltet, je nachdem, wie viel man halt dann bezahlt. Vielen, vielen Dank auch an euch, dass ihr am Start seid, dass ihr halt einfach da die Unterstützung raushaut und natürlich auch, dass ihr dort auf den Content guckt. Das ist natürlich auch immer wieder schön, wenn man dann darüber so ein bisschen ins Gespräch kommt, wenn ich irgendwas hier vom Haus poste oder sonst was. Also das ist, sehr schön. Wenn wir auf Twitch rübergehen, da ist natürlich ein Big Thanks, also ein Riesen-Thanks angebracht, was die ganzen Abos angeht. Leute, die sich ihre Abos immer wieder selbst kaufen bzw. verlängern, Leute, die immer wieder Abos verschenken, Leute, die Geld spenden und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank dafür. Natürlich auch an alle, die da sind, die einfach zuschauen, die mitspielen, die den Stream füllen, die Zahlen auch aufbessern und so weiter und so fort. Danke, danke, danke. Es ist wirklich mega. Dieses Jahr sah ja erst sehr, sehr schlecht aus von meiner Seite aus bezüglich des Umzugs und hin und her. Aber ihr habt mich da so durchgedrückt, so unterstützt und wir haben das so durchgepusht, dass man eigentlich kaum was gemerkt hat. Ich glaube, ich habe einen Monat ein bisschen drin gehangen bezüglich der Internet-Connection, aber das haben wir eigentlich auch überwunden. Also von daher, es rennt. Bezüglich Twitch sind natürlich auch die Moderatoren wichtig. Vielen, vielen Dank an meine Mods für die Hilfe in Twitch, aber auch außerhalb von Twitch, bei den ganzen Projekten und so weiter und so fort. Vielen lieben Thanks, my dudes. Und bevor ich es vergesse, natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an alle Zuschauer, die einfach in die Videos reingucken, die kommentieren, die liken und so weiter und so fort. Also einfach an jeden von euch, der das jetzt hier auch gerade sieht, vielen, vielen Dank dafür. Genau deswegen mache ich die ganze Sache ja auch. Also YouTube wie auch Twitch macht man ja eben für die Zuschauer. Und wenn ihr nicht da wärt, dann wäre ich auch nicht da. Dankeschön. Bevor ich dieses Dankesvideo jetzt gleich wieder schließe, noch ganz kurz die Aussicht auf das Büro. Also es ist noch nicht viel drin, wie man sieht. Wir werden jetzt dann, ich bin die Woche in Stockholm, also am Wochenende in Stockholm. Und wenn ich dann wieder zurück bin, wird meine Frau auch Urlaub haben. Und dann werden wir den Großteil des Umzugs wahrscheinlich dann gewuppt kriegen. Also den ganzen Bürokram werde ich auf jeden Fall herholen. Wahrscheinlich auch die ganzen Geschichten für die Garage, also die Mofas und so weiter und so fort. Und natürlich auch so alles Private halt noch, unser eigentliches Bett. Die Patreons wissen, dass wir aktuell so ein Pappbett haben, so ein Pappframe, auf dem man dann einfach eine Matratze liegen hat und so weiter und so fort. Und das sollte dann, ich sag mal, in 14 Tagen eigentlich rum sein. Und dann habe ich auch endlich alles jetzt halt
büromäßig da, was ich gern da haben möchte. Natürlich ist es dann erstmal der ganze alte Crewstuhl, bevor ich dann hier hinten anfange, irgendwie ganz, ganz, ganz neue Sachen hinzustellen, aufzubauen und so weiter und so fort, werde ich übergangsweise natürlich dann mein altes schwarzes Regal zum Beispiel weiterhin nutzen, um da hinten aber so einen schönen Display-Dingens machen zu können. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, also einfach, wo dann der ganze Schotter drin steht, den ihr dann im Stream im Hintergrund sehen könnt. Ich mache es natürlich trotzdem schon so schick wie möglich. No? Man sehe hier. Gut, da hinten liegt gerade die Switch und die Ladestation und sowas. Aber das wird natürlich alles schön hingebogen. Ja, das war's dann eigentlich schon. Ich wollte halt einfach Danke sagen. Auch, dass ich mich so auf euch verlassen kann. Man sieht zum Beispiel hier die Grafikkarte. Wir haben Spendenziel für die Grafikkarte gemacht und ihr habt das ziemlich, ziemlich schnell vollgeballert. Ich meine, ihr habt in einer einzigen Woche irgendwie 1000 Euro rausgehauen. Und das ist halt einfach krass. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Mega, es ist insane. Vielen, vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Dafür bin ich natürlich auch weiterhin für euch da. Auf YouTube, auf Twitch, auf Patreon und so weiter und so fort. Arg viel anderes Kuschelzeug mache ich eigentlich gar nicht. Twitter, Instagram, naja. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen und natürlich eben danke für alles. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ihr wisst ja, wann der ganze Kuschel stattfindet. Kuss geht raus und later.